Alter, was geht ab, Leute, hier? Japanisches Kaffee. Tanpopo wird getestet. Kennt man natürlich schon, aber ich habe nie ein Video drüber gemacht. Ja, ist voll, wie zu erwarten, schönes Wetter, Freitag. Obwohl, es ist eigentlich noch recht früh. Wieso haben alle Leute schon aus? Was ist das, Mann? So, schauen wir mal, Leute. Das ist es, glaube ich. Sieht aber nicht so aus. Schöner, kleiner, feiner Laden. Ein paar Getränke. Bin fertig. Keine Soße. Der schmeckt besser als der andere. Aber den will ich jetzt nicht Jiggly und Fluffy nennen, den, der ist. Fluffy. Ja. Nee, der ist. Wie soll man das nennen? Ja. Okay. Sehr gut. Ja, ist schon auf jeden Fall besser als der andere. Wobei ich den anderen auch nicht schlecht fand. Ich fand den auch nicht schlecht. Nur diese Foodblogger haben den schlecht geredet. Das ist Mango, ne? Mhm. Ist gut. Das ist ja so ein Cheese-Tart oder sowas, oder? Nee. Ich kenne ja den noch, ich weiß, dass er gut ist. Aber nicht nur irgendeine Zitrone, sondern eine japanische, schrumpelige Zitrone. Nein, so funktioniert es nicht. Mein Gott, leg mal bitte drauf. So, ja, ja. Oh ja, perfekt. Ah. Der ist gut, ja. Die sind alle gut. Die haben das mit der Maserung, ne? Okay, was soll man zu dem Land sagen? Ist schön, ist fein. Schönes Wetter, sitzt hier draußen. Gönnst dir Kaffee und Kuchen. Cheesecake. Ja. Liegt auch in der Seitenstraße, also ist jetzt zu viel los. So, Leute, den muss ich nochmal genau analysieren hier. Ein bisschen zu sehr gehypt. Overhyped, Leute. Back again. Wir haben was Neues, Leute. Den hier. Die sind okay gewesen. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja. Danke. Ja, du auch. Ach, schauen wir doch mal, Leute. Das letzte Mal, wo wir hier waren, auch schon über leer. Gleich Eröffnungstag war ich am Start für euch. Ihr wisst, mit den Alpha Colts. Da waren sie noch sehr ausbaufähig. Seitdem gut gehypt eigentlich. Gefällt mir sehr. Ist gut, ja. Kurze Grüße an eine Kollegin, mit der ich das hier war. Die ist seitdem verschollen. Für kurze Zeit dachte ich sogar, sie wäre geil. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute, wie viel ihr glaubt, dass es kostet. So, wir probieren mal. Ist lecker. Den Spot kann man auch abchecken. Ihr seht, es ist nicht so voll wie der andere. Momentan sagt ihr. Du meinst, nachdem mein Video kommt und es durchhypt? Aber ich habe schon ein Video gemacht. Wir haben noch nicht die Reichweite, um irgendein Land zu hypen, Leute.
Aber ja, Asian Café Nummer 2 ist nett, kann man machen. Das ist okay, oder? Aber würdest du es nochmal bestellen? Ja. Ja? Auch für den Preis? Ja. Tschüss. Ich nicht. Also die Männer sind schockiert. Preis-Leistung ist schon ein bisschen krass. Ja, schon. Ich würde auch bestellen, ja. Aber der Spot hier ist schön, oder? Süß. Voll. Kann man so ein Girl hierher bringen, seine Herren? Ja, absolut. Ja, ich auch. Absolut. Merkt euch, Leute. Und bei dem anderen? Kann man auch. Sonntag. Spaziergang. Ja. Mit seinem Girl? Nein. Nicht? Ich würde eher mit Freunden essen gehen oder halt Kaffee trinken gehen. Okay, dann lieber hierher, Leute. Wobei für die Deutschen ist dort wahrscheinlich ein bisschen schöner. Aufs Haus, Leute. Zum Testen noch nicht auf der Karte. Wir sind Alpha-Tester. Oh. Tschiii. Damit haben sie mich. Essen umsonst. Ein gutes Wort wird für die eingelegt. Wobei sie hat eh schon ein gutes Wort für die eingelegt. Also. Haut's rein! Alles. Ja. Oh, Butterkrams. Milch vom Eis. Milch vom Banana. Cheese. Meat all. Oh, Kondensmilch. Oh, Kondensmilch. Oh, cheese. Ist lecker, ist sehr lecker, ja. 10 out of 10. I like. Sie macht. Naja, es ist. Ja, was soll man sagen? Kondensmilch, Eis, karamellisierte Bananen. Ein paar Nüsse können wir noch reintun. Oh, guter Vorschlag. Nüsse. Nüsse oder andere Nüsse. Macadamia. Ich stelle mir halt vor, wann und wie ich das essen würde. Weil es ist schon mächtig. Deswegen teilst du das. Ja, alleine sowieso nicht. Dann noch die Frage des Preises. Der ging jetzt aufs Haus, Nacken, passt alles, aber. Für mich ist es. Ja, okay, da ist Eiscreme drauf. Aber eigentlich ist es für mich so frühstücksmäßig. Und dieser Laden ist so mittags erst offen. Das ist doch kein Frühstück. Natürlich, mein French Toast ist immer so frühstückmäßig. Ja, nur wegen dem Eis denkst du dir jetzt nicht, dass ich frühstück. Und die karamellisierte Banane. Ja. Obst. Kommt immer zum Frühstück. Hier, Leute, Banane karamellisiert mit Kondensmilch. Mm. Mm. Ich würde nur die Bananen bestellen mit Kondensmilch. Soße. Die ist richtig lecker. Das will ich machen. Der Toast kann eigentlich weg. Jo, weiter geht's. Die ersten zwei Spots waren ein bisschen random, da waren wir spontan. Aber ich habe jetzt das Thema des ganzen Videos. Der Asian Date Spot, sag ich mal. Und das ist mein Go-To-Spot. So. Teekarte, Leute, das ist die erste Karte. Das nehme ich immer. Gönnt euch. Und ja, Wochengericht. Unterschiedlich. Hier gibt es krasse Getränke. Und asiatische Speisen halt. Schaut mal, Leute. Hier gibt es einen geheimen Bubble Tea, der nicht mehr so geheim ist. Der war früher mal nicht auf der Karte. Jetzt ist er auf der Karte, aber nur am Wochenende erhältlich. Die kann ich empfehlen, Leute. Das Fleisch ist so saftig und zart. Das probieren wir mal. Sie kann nicht warten. Wir kriegen eigentlich noch Chicken, Fried Chicken. Ich habe auf Instagram eine Menge Hate bekommen, Leute. Also relativ, also mehr als gewohnt. So ein Video letztens, dieses American Fried Chicken ist ganz gut abgegangen.
Und dann kommen Leute so, boah, wie kannst du Kentucky Fried Chicken, KFC feiern und so. Ich so, KFC Beste. Und die so, boah, Amerika hat dich gekauft, die Konzernmarionette und so. Du musst das boykottieren, du musst kleine Läden unterstützen und so. Wie kannst du das nur warten und so? Ich so, Digga, langweil mich nicht, mein Chicken Tuesday Beste. So, das ist eigentlich Chicken Karage hier. So sieht's aus. Chicken Time! Knusprig, juicy. Es ist zwar Fried Chicken, und wenn ich Fried Chicken bestelle, erwarte ich, stelle ich mir was anderes vor. Weil das ist für mich Chicken Karage. Gut gewürzt, aber ich hätte trotzdem gerne eine Soße dazu. War das Fleisch zu deiner Befriedigung? War es zufriedenstellend, das Fleisch? Ja. Okay, das freut mich. Definitiv. Schaut es euch an. Aha. Der Laden ist in letzter Zeit bekannter geworden. Früher, wo ich immer hierher gekommen bin, die waren echt nur Taiwanesen immer. Wirklich immer nur. Schöner Kaffeespot. Süße asiatische Speisen gibt es hier. Ein paar Törtchen. Kuchen. Fancy Getränke. Wenn du einfach so eine normale Limo nimmst, ist das dein Ding. Wir haben viel Tee. Fast jeden kannst du irgendwie mit so einem Roast-Ding blabla bestellen. Da steht ausgemachte Limo. Ja, ausgemachte Limo. So. Aha, Schatzlöffel. Der innovative Bus. Okay. Oh, sie sagt allein Chicken haben sie gelobt. Wenn man Karage macht. Was sagst du zu dem Curry-Ding? Gut. Kürbis ist gut, sagt sie. So, Leute. Ein bisschen hier. Guck mal, die Suppe trinkst du aus. Guck mal, ist das hier nicht? Ja. Look at this. Will den Dreck sehen, Mann. Ach so. Der Sommer kommt und das waren ein paar Vorschläge für euch. Süße Asian Cafés, wo man jetzt, wo das Wetter besser wird, chillen kann. Ein Käffchen, ein Tee, paar fancy Getränke, Kuchen. Sich gönnen kann. Das war's von mir, Leute. Ich muss ab in die Mine. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem Krypto-Kanal. Da muss ich auch mal wieder ein Video raushauen. Serious Business und ciao.